baby, se na një lejtli, shkundi muj së pom, edhe dhe i treti, sanet po ndrojnë të munu më koni njëti, po jështë jam. Hallo Leute, ich bin C-Join, ich bin wieder back in the game. Heute diesmal mit Extensions. Nicht normale Extensions, sondern echter Extensions mit sehr, sehr, sehr guter Qualität. Die Extensions, von denen ich rede, das sind die von Media Vital, die übrigens so aussehen. Wenn ihr es sehen könnt, ja, könnt ihr es sehen. Und die haben hier solche Clips. Ja, also diese Extensions haben ja einzeln 39 Euro gekostet. Und die haben eine sehr, sehr gute Haarqualität, Leute, ey. Leute, Hammer. Und nein, die wurden mir nicht zugesendet oder so. Die habe ich selber gekauft. Die Extensions, die könnt ihr färben. Ihr könnt Locken reinmachen. Ja, glätten und... Ja, mit denen kann man eigentlich alles machen. Und die Seite ist aus Deutschland. Aus Deutschland, Leute. Das heißt, es kommt nach 2 Tagen an. Also bei mir kam es jedenfalls nach 2 Tagen an. Also die Seite, die bietet eigentlich sozusagen auch Tressen an und so. Aber überwiegend Clip-In-Extensions, also die echt Haar sind. Aber ihr könnt die Clips dann eigentlich abmachen, wenn ihr das nicht mögt. Ja, wie gesagt, die Seite ist eine deutsche Seite. Und da könnt ihr mit PayPal bezahlen, per Online-Banking, Vorkasse glaube ich auch. Ja, Vorkasse war das. Was noch? Weil die meisten, die fragen ja immer, wie das mit der Bezahlung aussieht. Und ja, der einzige Nachteil an der Seite, okay, was heißt Nachteil, was natürlich schön wäre, ist, wenn die Lace Frontals verkaufen würden oder sowas wie Lace Wigs oder so, aber es wird leider nicht verkauft. Die habe ich schon seit 3 Monaten und die sehen immer noch gut aus. Ja, was noch? Zur Pflege, also die Haare, die glätte ich nicht so oft. Ich mag es eigentlich so, wie die eigentlich sind. Waschen tue ich sie. Ganz normal mit lauwarmem Wasser und mit einem Shampoo von Schauma. Damit wasche ich aber auch meine eigenen Haare. Noch eine Sache. Es gibt viele, die machen irgendwie auf den Haaren ein bisschen Öl drauf. Was ihr machen könnt, ist, ich nehme das von Gliscor. Sprühe ein bisschen auf die Haare. Ein bisschen. Und dann kämme ich die ganz normal. Das wird jetzt ein bisschen feucht sein, ne? Aber, das trocknet ganz schnell. Was sollte man denn noch zu diesen Extensions wissen? Zu der Seite vielleicht irgendwas? Wie gesagt, haben mich halt sehr, sehr viele gefragt, wo ich meine Extensions bestelle. Also diese speziellen Extensions da aus diesem einen Bild in Instagram. Media Vital ist eine Seite von denen, weil ich bestelle eigentlich in 3 Seiten. AliExpress, Media Vital. Und die nächste Seite, die sage ich euch in einem nächsten Video. Da, wo ich die Haare bestelle. Und ja... Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt mir die Fragen, Leute. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.